Es war einmal ein Hamster, der hatte der Weiber vier. Es war einmal ein Hamster, der hatte der Weiber vier. Polygamie, Polygamo, Polygamie, ja, ja, ho. Polygamie, Polygamo, Polygamie. Kam ein harter Winter und nahm ihm der Weiber zwei. Da kam ein harter Winter und nahm ihm der Weiber zwei. Bigami, Bigamo, Bigami, ja, ja, ho. Bigami, Bigamo, Bigami. Sommer und nahm ihm noch ein Weib. Da kam ein trockener Sommer und nahm ihm noch ein Weib. Monotonie, Monotono, Monotonie, ja, ja, ho. Monotonie, Monotono, Monotonie, ja, ho. Da gab's ein großes Unglück und er war ohne Frau. Da gab's ein großes Unglück und er war ohne Frau. Oh na na, oh na na na, oh na ia ia ha. Oh na na, oh na na na, oh na ia. Da kam ein großer Traktor und schnitt ihm ab sein Pfeil. Da kam ein großer Traktor und schnitt ihm ab sein Pfeil. Ohne Pfeil, ohne Frau, der Hamster ist ne arme Sau. Ohne Pfeil, ohne Frau, der Hamster ist ne arme Sau. Moral von der Geschichte, die Hamster sterben aus. Die Moral von der Geschichte, die Hamster sterben aus. Traktor hin, Traktor her, der arme Hamster kann nicht mehr. Traktor hin, Traktor her, der arme Hamster kann nicht mehr. Der Hamster jetzt da drinnen. Oh, was geht ums Hedefest um nie im Hamster, Mensch, du. Naja, was soll's. Diesmal gibt's wieder Hedefest. Während Corona ist ja ein bisschen was eingeschlafen, aber diesmal, da starten wir wieder voll durch. Und es gibt auch ein ganz paar Highlights. Jetzt gibt's gleich mal eine kleine Programmvorschau. Am Freitag um 5 Uhr geht's wieder los mit der Bierzelteröffnung und dem Freibier. Danach wie immer unser kleines Radrennen für Jung und Alt. Die Feuerwehr hat sich was überlegt, die macht ein kleines Zielspritzen für die ganz Kleinen. Und dann kommen natürlich wieder die Schalmeien aus Gottleuba. Die sind uns immer treu geblieben. Da gibt's einen Fackel- und Lamürgenzug. Müssen wir sehen, wie es mit der Wetterlage ist, wegen der Brandschutzstufe. Danach gibt's eine kleine Bengalo-Show und das Projekt B macht danach eine ordentliche Musik. Da kann mal das Tanzbein richtig geschwungen werden. Am Sonnabend, da geht's um 2 Uhr nachmittags los mit dem Kindernachmittag Spielmobil, Hüpfburg und Bastelstraße. Da wird, glaube ich, kein Kind zu kurz kommen. Die können machen, was sie wollen, du. Die haben so viel Auswahl. Und dann gibt's eine kleine Änderung. Der Rasentraktor-Wettkampf, der muss leider ausfallen. Es ist ein bisschen wenig Platz, weil es kommt nämlich ein anderes großes Highlight auf uns zu. Da kommen ein paar Feuerwehrfahrzeuge
Wenn man die sieht, da lässt man die Ohren an, was die aus den Dingern noch gemacht haben. Die sind steinalt und sehen aus, als kämen sie frisch aus dem Katalog. Das wird bestimmt einige ganz schön faszinieren, was da so los ist. Der ganze Platz wird voll Feuerwehrfahrzeuge stehen. Und da, ja, du, das wird was werden. Um 7 ist dann der Einlass zur Heidefest-Party und dann, ja, um 8 geht die Sommernachtsparty am Rande der Greenheide los. Da spielt die Partyband der Dörfler auf. Es kommt eine kleine süße Maus, die Lily Lane. Die macht ein bisschen Burlesque. Naja, mal überraschen, was da so losgeht. Der schmale DJ, der DJ Small, der begleitet den Abend ein bisschen so. Und zwischendurch sorgt noch ein bisschen die Dance Crew vom SV Glashütte für eine kleine Tanzshow. Na, das wird bestimmt nicht so schlecht werden. Am Sonntag, da geht's bei Zeiten los, weil da gibt's nämlich um 10 Uhr den Heidefest-Gottesdienst im Festzelt. Und um 12 Uhr, da gibt's wieder ein bisschen was für die Kinder mit Spielmobil, Hüpfburg und Hinterschminken. Und der traditionelle Trödelmarkt ist auch wieder dabei. Um 2:30 Uhr, da kommen die Senioren wieder voll zu ihrer Erfüllung. Da gibt's nämlich einen Seniorenkaffeetisch mit selbstgebackenen Kuchen von den ganzen Einwohnern von Fürstenau. Das ist immer so lecker. Und die musikalische Umrahmung, die machte die Vera Minzberger und der Lutz Wellner. Das wird nicht so schlecht werden. Die haben ein ganz schönes Repertoire drauf. Naja, und dann um abends, um 5:30 Uhr, da gibt's die Preisverleihung zur Heidefest-Tombola. Und noch ein bisschen Musik und dann klingt das ganze Ding so ein bisschen aus, naja. Und dann, naja, ist das ganze Wochenende auch schon wieder rum, ne? Müssen wir wieder aufs nächste Jahr warten, bis was steigt.